egal ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau, ich nehme mir das Recht, die Menschen zu daten, wo ich mich verliebe und die Menschen, wo ich die besten Männer von der Welt finde, egal wie alt sie sind. Das ist Empowerment. Exactly. Melanie, wärst du lieber noch mal 11, 22, 33 oder wie heute 44? Also 22 ist zwar meine Lieblingszahl, aber ich bin genau glücklich, wo ich bin. Also 44, ich bin glaube ich, noch nie so entspannt und so zufrieden mit mir selber gewesen. Anlässlich von deinem Schnapszahlgeburi reden wir heute unter anderem über das Alter. Für manche Frauen leider immer noch ein Tabuthema. Wie stehst du zum Alter? Ich sehe es nicht als etwas Schlechtes. Ich finde es falsch von unserer Gesellschaft, dass man das als etwas Negatives betrachtet. Ich glaube, das hat mit der Angst vom Tod zu tun, dass man sich irgendwie nähert, dem Due Date. Und ich glaube, das Wichtigste an dem ist, sich mit dem Tod auseinandersetzen und die Angst zu beseitigen. Und dann hat man auch keine Angst mehr vom Älterwerden. Ich hätte es lieber, wenn ich jetzt nicht leiden müsste. Das ist definitiv so. Aber der Tod selber macht mir überhaupt keine Angst mehr. Ich finde es wirklich schön, weiser zu werden, ruhiger zu werden. Ich bin immer noch ein Rabauke. Ich habe immer noch eben meine Ethik und meine Meinungen und all das. Aber ich habe zum Beispiel nicht mehr das Gefühl, ich muss mit allen teilen die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass ich sage, alles am Älterwerden ist viel besser. Jetzt die Schwerkraft ist ein bisschen nervig. Man kommt vielleicht irgendwie Falten über, wo man vorher nicht gehabt hat. Ich sehe ab und zu, wenn ich am Haarföhnen bin, irgendwelche grauen Haare. Aber als Ganzes fühle ich mich wohler und in dem Sinn auch schöner. 44 ist, glaube ich, so ziemlich die Mitte des Lebens, vermute ich jetzt mal. Ja. Das ist ein Punkt, wo viele Menschen eine Krise haben, so die altbekannte Midlife-Crisis. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe alles ein bisschen früher gemacht. Ich hatte früher ein Kind gehabt, bin früher irgendwie ins Entertainment-Business eingestiegen. Und darum habe ich, glaube ich, mit 30 glaube ich, mal so ein bisschen eine Andeutung von Midlife. Also mehr so das Gefühl gehabt, rebellisch sein, ist mega leise. Und einfach immer das Gegenteil sagen von den anderen. Du hast früher Karriere gemacht als Model, Moderatorin, Schauspielerin. Gleichzeitig bist du junge Mami geworden, hast ein Kind allein grossgezogen. Wie ist das alles gegangen? Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Es geht irgendwie einfach. Ich glaube, ich habe mir auch dort weniger Fragen gestellt und einfach gemacht. Also ich hatte schon meine Momente gehabt, wo ich wirklich dort gesessen bin und gefunden habe, ist jetzt das mein Leben. Von 1,5 bis 3,5. Mhm. Ja, dort habe ich ein paar Mal gefunden, so, hey, ich habe ihn einfach überall mitgenommen. Und das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute so eine Beziehung haben. Und es ist super, alles super rausgekommen am Schluss. Auch wenn ich mir damals hätte die Haare ausreißen können. Aber also das sagt sogar mein Sohn, er kennt keine Mutter-Sohn-Beziehung, die so ist. Und ich bin gleich streng. Also alle meinen immer, wir sind einfach die besten Freunde. Ja. Aber auch jetzt noch, er ist 1,85 Meter und ein Reis. Aber wenn ich ihn anschaue, ist immer noch so, das ist schon ein Witz, Mami. Also der Respekt von mir hat er schon. Also ich war dort schon Titolo-Mutter. Hast du gar keine Hilfe gehabt? Nein. Also einen Vater gibt es schon. Ja, so ist ja, aber wir waren sehr früh getrennt. Und, ja. Wir haben dann auch 2,5 Jahre in L.A. gelebt. Meine Mami ist erst auf Zürich gezogen, wo der Noel 4 war. Glaub, ja. Oder 3,5 oder 4. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, wenn ich mal arbeiten musste, hat meine Mami immer sehr geholfen. Carina ist auch eine Person, die mir immer geholfen hat, ja. Wenn es wirklich nicht gegangen ist mit ihm. Und, darum, und du hast vielleicht auch müssen verzichten teilweise? Amix. Eben. Ja, und in einem Alter, wo alle in den Ausgang gehen, Party machen. Und ich habe mal einfach da gesessen und gefunden, warte schnell, nein, ich komme nicht mit. Aber ist okay, ich gehe dafür jetzt in den Ausgang. Eben jetzt heute, wie gross ist dafür der Stolz, wenn du ihn siehst? Er ist jetzt 20. Er wird 21. 21, erwachsener, gestandener Mann. So. Ja. Ich bin extrem stolz auf ihn und auf was wir zwei zusammen erschaffen haben. Und die Beziehung, die wir haben, und die Ehrlichkeit und vor allem, was er für ein Mensch ist. Ich kenne keinen anderen Menschen, der in seinem Alter, und das sage nicht nur ich, also das sagen auch andere Menschen, was der an mich rauslässt, sitzt mir an mich einfach halt dort und finde so, hey, spinnst du eigentlich? Das ist wirklich, er ist extrem weise. Und er ist auch der, der überhaupt nicht immer mit mir einverstanden ist. Er ist auch einer der wenigen Menschen, wo wenn er mir sagt, du hast einen Fehler gemacht, dann macht es gerade sofort okay, jetzt muss ich schnell schauen. Ich habe wirklich versucht, ihn nicht zu beeinflussen, also ihn wirklich frei sich entfalten zu lassen. Aber dass da nicht etwas, dass er jetzt kein Rassist wird, ist klar.
Irgendwie. Ja, und dass das er jetzt nicht SVP wird wählen, habe ich nicht extra gemacht, finde ich aber ganz okay so. Du siehst Parallelen zwischen dir als 20-Jährige, wenn ihn jetzt heute als 20-Jährige siehst? Oder sind die komplett anders? Komplett anders. Also die Ethik ist die gleiche bei beiden. Er hat einen riesengroßen Gerechtigkeitssinn. Aber sonst ist er eher der Beobachter. Und ich war der Klon. Wenn du jetzt weißt, willst du wirklich benennen, als was es. Und mit 20 ist ja eben auch noch krass, hat deine Karriere damals eigentlich schon voll Fahrt aufgenommen. Also du bist eigentlich zumindest, wirklich jetzt zumindest schon im Leben gestanden. Ja. Du bist mit 17 in die Schweiz geworden. Wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du dem 17-jährigen Ich mitgeben, mit der Lebenserfahrung, die du heute hast? Nichts. Doch, ich würde sagen, fang nicht an zu rauchen. Doch, das würde ich machen, fang nicht an zu rauchen. Aber sonst, ich habe wirklich ausspart angefangen, es ist so doof, es war einfach so unnötig. Das ist der einzige Fehler, den ich amigs kann nennen. Ja, weil sonst habe ich keinen Fehler. Also bereust du auch nichts? Auch nicht Hochzeiten zum Beispiel? Nein, never. Ich hatte super Mann in meinem Leben gehabt, immer. Fast immer. Nein, aber jeder von den Männern, die ich eine Beziehung hatte, haben auch eine Spur hinterlassen. Ich trage diese Männer mit mir, mit meinem Charakter mit. Die haben mich all bis zu einem gewissen Punkt inspiriert. Und ich habe die Sachen, die mich inspiriert haben an diesen Männern, habe ich mit auf den Weg genommen. Und die haben ja auch mich geformt, mitgeformt, so wie ich heute bin. Würdest du jetzt trotzdem noch mal heiraten, wenn es jetzt heissen ja. Ja. Ohne zögern? Ja, ohne zögern. Also entweder ich werde Elizabeth Taylor von der Schweiz und mache es 8-mal. Dann müsste ich aber 2-mal den gleichen heiraten. Und das würde ich dann ändern, sehr wahrscheinlich. Ich bin nicht so die zurück zu Exen geht. Aber du hast mit allen immer noch gut. Stimmt ja. Das? Ja, also mit allen. Mit denen, die sich auf eine ähnliche Art entwickelt haben. Und vor allem mit denen, wo alles ausgesprochen ist und man es verdaut hat. Mhm. Und das war mir immer ein Anliegen. Es geht mir weniger um, ich komme mit allen gut aus. Aber ich habe dort vielleicht eine komische Meinung. Aber es ist wieder mal meine. Wenn ich mal jemanden geliebt habe, kann ich diese Liebe nicht abstellen. Es verändert sich, es ist eine andere Form von Liebe. Mhm. Ist das auch Arbeit? Am Anfang schon. Am Anfang schon. Und ich bin jetzt auch nicht die, die gerade nach einer Trennung irgendwie nach 2 Tagen Best Buddies muss sein. Das schon nicht. Man muss einem schon Zeit geben, um irgendwie diese Wunden heilen zu lassen. Welche Beziehung würdest du sagen, hat dich am meisten verändert vielleicht auch? Oder? Das ist noch schwierig. Also, es ist nicht so schwierig. Einer davon ist sicher der andere. Also der Stress. Das definitiv. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und so intensiv. Also wir haben glaube ich 16 Jahre miteinander verbracht, weil wir sind durch sehr viele Sachen zusammen und wir sind auch beste Freunde gewesen, wo wir zusammen waren. Er ist definitiv sehr ein grosser Einfluss in meinem Leben gewesen. Und bin auch super dankbar und finde ihn auch jetzt super. Also er ist ein super Mensch. Also in dem Fall haben wir auch noch einen guten Kontakt. Ja. Jetzt gibt es einen neuen Mann in deinem Leben, den Timo. Ja. Wieso sind ihr nicht nur astrologisch im Match? Nein, wir sind nur Astrologen. Ich habe selten einen Mann kennengelernt, der mit seinem Ego so gut umgehen kann. Also, der wirklich kommunizieren kann, ohne sein Ego im Vordergrund zu stellen. Also, ich finde ihn sonst auch wunderschön als Mann, zum Anschauen. Aber das Lustige ist, als meine Freunde ihn kennengelernt haben, haben alle gesagt, schön ist er, ja. Aber wenn man ihn kennenlernt, dann versteht man wirklich, um was es geht. Weil er ist innerlich noch viel schöner als äußerlich. Also das kannst du gar nicht vergleichen. Ein Mann muss mein bester Freund sein, muss können mit seinem Ego umgehen, muss einen extrem guten Humor haben und muss gesprächig sein. Also muss wirklich gut können kommunizieren und wollen kommunizieren, auch diskutieren. Ich tue extrem gerne diskutieren, was nicht streiten ist. Der Timo hat jetzt das und noch 1000 mehr. Eigenschaften. Von dem her, ich hätte mich gar nicht können, nicht in ihn verlieben. Das darf er nie gesehen, sonst wird er Uhren einbildet. Der Timo ist 15 Jahre jünger als du. Wieso spielt der Altersunterschied keine Rolle? Also, eben, vielleicht kann ich es so erklären, dass ich mache eben kein Casting in dem Sinn, dass ich die Leute so Sachen frage, wo ich ihn kennengelernt habe. Ist er mir einfach nicht eingefahren wie jemand, der 29 ist. Ich habe mich immer in Menschen verliebt. Egal wie alt sie waren oder wie sie aussehen. Ich habe jetzt nicht so ein Schema, das man danach gehen kann.
Und ich hatte auch schon einen Freund, der jetzt 61 wird. Jetzt hat es halt einen getroffen, der 15 Jahre jünger ist. Aber wenn ich irgendwie in der Beziehung mit ihm würde, merke, ach Mann, er ist mega jung oder oh nein, oder muss ich ihm jetzt das erklären, dann wäre ich nicht mit ihm zusammen. Plus muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es so, dass ich eine Feministin bin. Das weiss man glaub, mittlerweile langsam. Die Frage würde gar nicht gestellt werden, wenn ich jetzt ein Mann wäre und eine Freundin hätte, die 15 Jahre jünger ist. Egal, ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau, ich nehme mir das Recht, die Menschen zu daten, die ich mich verliebe. Und die Menschen, die ich die besten Männer der Welt finde, egal wie alt sie sind. Das ist Empowerment. Exactly. Leben, nicht nur darüber reden. Genau. Welche Menschen haben dich empowered in deinem Leben? Also, Carina Berger ist definitiv nicht nur eine beste Freundin, sondern wirklich auch wie eine grosse Schwester. Wir haben sogar eine Tätowierung zusammen. Und ich liebe sie über alles. Ich würde durchs Feuer für die Frau. Ja. Und dann gibt es noch die Lea, das ist meine Managerin, die aber einfach nicht nur meine Managerin ist, wir sind 18 Jahre zusammen sind und wir streiten und lachen auch. Also auch wie Familie. Mhm. Und dann gibt es meinen besten Freund, das ist der Marc. Das ist der einzige Mensch, glaub, wo, wenn er mir etwas sagt, dann auch so wie der Noel, dann höre ich wirklich. Wer gibt dir die besten Ratschläge? Die besten Ratschläge, muss ich sagen, der Marc. Und zum Abschluss noch, was ist dein Ratschlag an dich selber oder vielleicht so ein bisschen dein Credo jetzt für das 44. Lebensjahr? Believe in yourself, because you're stuck with you. Ja, ich finde wirklich, etwas, was ich gelernt habe, ist, dass mit dir umgehen, als wärst du dein bester Freund. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die einem doch versucht, wirklich so als Schaf anzuerziehen. Und das finde ich schade, weil wir sind alles wunderschöne Individuen und genau so sollten wir leben. Das nehmen wir an. Sternstundenphilosophie. Mit Melanie Winiger. Danke vielmals. Hey, danke dir. Du bist mega schön. Ich bin völlig inspiriert.